Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein Style-and-Talk-Video für euch und zwar haben sich das so, so viele gewünscht. Gerade auf Snapchat bekomme ich viele Nachrichten, ob ich nicht mal zeigen könnte, wie mein Tages-Make-up so ist, wie ich mich schminke, weil ihr da gerade mitbekommt, wie viel Stress ich eben habe. Mit vier Kindern bleibt es nicht aus. Ich habe frühmorgens sehr, sehr wenig Zeit. Ich habe gestern extra mal die Stoppuhr mitlaufen lassen. Ich brauche 5 bis 7 Minuten für dieses Make-up. Das Video wird jetzt natürlich länger, weil ich eben mit euch rede. Und ich verwende auch nur L'Oreal-Produkte. Das wird quasi ein One-Brand-Make-up. Alle Produkte findet ihr unten in der Infobox. Und ich möchte auch gleich dazu sagen, dass ich das nicht gelernt habe. Ich bin kein Make-up-Artist. Ich mache das so, wie mir das gefällt, wie ich finde, dass es mir steht. Und vor allen Dingen so, wie ich mich wohlfühle. Nur mal so viel dazu. Ja, und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, warum ich in den letzten Tagen recht traurig war, was mir passiert ist, warum ich sauer war, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. So, da bin ich. Das ist also die ungeschminkte Wahrheit. Wir legen auch direkt los. Ich habe mir zunächst mal meine feuchtigkeitsspendende Tagespflege aufgetragen aus der Skin Perfection Reihe. Die ist dann schon schön eingezogen und als nächsten Schritt verwende ich dann immer meine Blue Cream als Porenverfeinerer sozusagen. Die muss ich nachkaufen, weil die schon total leer ist. Ich habe gerade noch so ein bisschen was rausbekommen und dann mache ich mir was um die Haare, damit mein Ansatz quasi nicht voll Foundation wird. Das Band hier, das habe ich selbst gebastelt beim Blogger-Event in Frankfurt. Da erinnere ich mich immer dran. Es gewinnt keinen Schönheitspreis, aber soll ja einfach nur dazu dienen, dass ich hier eben kein Make-up dran bekomme. Genau, als nächsten Schritt trage ich mir dann meine Foundation auf. Ich wollte euch eigentlich diese hier nochmal vorstellen aus der Indefectible Sculpt Reihe. Dazu habe ich ja dann auch mein Konturenset und mein Blush, aber ihr seht schon, ich habe so ein paar Rötungen. Deshalb möchte ich doch lieber diese Foundation hier verwenden und zwar meine Indefectible eben 24 Stunden. Ich mag die total gerne und ich habe jetzt hier die 250. Die ist schon recht dunkel, aber für meinen Hautton eben genau richtig. Ich mache mir hier zwei Pumpstöße drauf und dann verteile ich das erstmal mit dem Finger im Gesicht. Und dann nehme ich meinen Real Techniques Beauty Blender. Aber ich wollte euch eigentlich überhaupt nicht da jetzt so ein großes Tutorial draus machen. Ich habe es euch ja gesagt, ich bin kein Make-up-Artist. Ich wollte ja so ein bisschen mit euch quatschen über die Neuigkeiten. Ihr habt euch das gewünscht und deshalb habe ich mir gedacht, ja, wenn mal ein interessantes Thema ist, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Es ist ein bisschen schwierig, sich zu schminken und zu sprechen, aber ich gebe jetzt einfach mal mein Bestes. Und zwar, ja, habe ich schon das erste Thema und zwar Instagram. Mein Account wurde gehackt. Ich war total geschockt, ich war traurig, ich war irgendwie sprachlos, was sehr selten vorkommt. Weil ich mich einfach frage, was es da draußen für Vollpfosten einfach gibt, die sowas machen, was der Sinn dahinter ist. Und ich konnte es irgendwie überhaupt nicht verstehen. Ich habe mich bestohlen gefühlt. Es war echt ein total unangenehmes Gefühl. Gott sei Dank habe ich ihn wieder, nicht dank Instagram, weil die haben sich bis heute noch nicht bei mir gemeldet, was ich echt total doof finde. Erstmal ganz kurz zur Foundation, also ich habe die ja jetzt aufgetragen und ich finde, durch den Schwamm wirkt die nochmal ganz anders, also viel, viel schöner vom Auftrag her und vom Ergebnis, also ich finde es total schön. Ich hoffe, ihr könnt einen Unterschied sehen. Als nächstes trage ich mir meinen Concealer auf. Und also bei mir war es so, als ich 12 war, sind wir nach Italien gezogen. Also meine Eltern sind quasi ausgewandert. Das haben sie sich immer gewünscht. Und ja, meine Eltern haben mich angemeldet für die Schule. Und als wir zurückgekommen sind, wurde bei uns eingebrochen. Und zwar vom Feinsten. Sowas habe ich noch nicht gesehen in meinem Leben. Wie gesagt, ich war 12, also ich war noch Kind. Meine Mutter hat geweint, mein Papa ist da umher und hat alle möglichen Leute versucht anzurufen. Und es war die Verwüstung schlechthin. Die Türen waren eben aufgebrochen, es lag alles rum, es war Blut auf dem Boden, es war alles geklaut, was wir eben hatten. Wirklich alles. Wir waren da kaum eingezogen
Und so habe ich mich irgendwie gefühlt. Also Instagram ist natürlich nicht alles, das wissen wir, es gibt durchaus Wichtigeres. Und es ist ja auch in dem Sinn nichts Materielles. Aber dieses Gefühl, wenn man bestohlen wird, ist echt total scheiße. Weil du denkst dir einfach, da draußen ist jemand, der hat dein Eigentum. Und es sind zwar nur Bilder, aber es ist mein Account. Und den hat der jetzt. Was macht der damit? Warum macht er das so? Und ja, dank ganz, ganz lieben Freunden habe ich es geschafft, den Account wieder zu bekommen. Gott sei Dank. Was überhaupt nicht einfach war. Wo ist denn mein Konturenstick? Hallo, Konturenstick, wo bist du? Ach, da ist er ja. Ha, ist er. Und zwar aus dieser Nude Magique-Reihe. Oh mein Gott, ich liebe den. Ich liebe den. Der ist so cremig, der lässt sich so schön auftragen. Und ich finde das Ergebnis einfach richtig cool. Genau, ich treibe mir den jetzt mal auf. So wie ich das eben immer mache. Und das Coole ist, man kann den auch mit den Fingern dann verblenden. Ja, also auf jeden Fall war das halt echt überhaupt nicht lustig. Oh mein Gott, mir ging es so, so schlecht danach. Und ich habe mir gedacht, ja, toll, was machst du jetzt, ne? Pack mir jetzt mal Blush auf. Also wegen Instagram, es war halt so, dass ich überhaupt nicht mehr auf Instagram überhaupt gekommen bin. Und ich habe dann halt die Mädels gefragt, ob die immer wieder mal schauen könnten. Nicht, dass da jetzt irgendwelche komischen Bilder erscheinen und so. Und da war tagsüber dann auch wirklich nichts. Aber am nächsten Morgen, ja, hatte ich dann meinen Account wieder. Und da war es dann so, dass als Profilbild eben große Brüste zu sehen waren. Und da ist ja dann dieser Link, den man einfügen kann zu meinem letzten Video. Da bin ich dann draufgegangen. Also mein Link war weg, da war ein anderer Link. Und da ging es dann eben zu einer Pornoseite. Ja, das fand ich natürlich überhaupt nicht lustig. Ich habe so geschwitzt in dem Moment. Ich habe so geschwitzt, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, diese ganzen Leute da draußen, die mich nicht kennen, was sollen die jetzt denken? Oh mein Gott, ich war einfach total geschockt und es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich bronze jetzt übrigens noch ein bisschen mein Gesicht. Ach, ich liebe den, ne? Der bringt so eine schöne Wärme ins Gesicht. Da müsst ihr nur ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Ich habe jetzt schon mein Blush drauf. Das macht man natürlich vor dem Blush. Aber ist jetzt egal, ich verblende das Ganze hier dann noch so ein bisschen. Ja, schminken und reden ist ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, wenn es um das Thema geht, weil ich total in Rage bin, wie ihr vielleicht merken könnt. Ja, aber Gott sei Dank, wie gesagt, ich habe meinen Account wieder. Ich finde es halt total blöd, weil ich stecke da so viel Kraft rein. Ich mache mir übrigens noch ein bisschen Highlighter. Brauche nicht zu viel, weil für den Alltag muss ich da jetzt nicht so glänzen wie eine Disco-Kugel. Ich stecke da total viel Arbeit rein. Ich brauche teilweise für ein Bild eine halbe Stunde, wenn nicht noch länger. Und ich gebe mir halt total viel Mühe, wie jeder wahrscheinlich. Und ich war einfach, ja, traurig. Genau, ich war einfach traurig. Naja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir reden mal über was Lustigeres, und zwar über Snapchat. In der Zwischenzeit mache ich mir mal meine Augen, und zwar mit meiner wunderschönen La Palette Nude Eyeshadow Palette. Und zwar durfte ich die mitnehmen beim L'Oréal Event, als wir zur Berlinale eingeladen wurden. Ich hatte die schon zu Hause und habe die dann verschenkt bzw. verlost. Ihr wisst, ich teile total gerne und ich verlose wahnsinnig gerne. Und ja, warum soll ich die doppelt hier behalten? Also ich finde die mega für ein Drogerieprodukt, wirklich der absolute Wahnsinn. Und für den Preis kann man echt nichts falsch machen. Ich mache mir erst einen hellen Ton auf mein Augenlid, genau, damit ich die roten Stellen noch so ein bisschen wegbekomme. Also reden wir mal über Snapchat. Ich liebe Snapchat mittlerweile und ich finde euer Feedback so genial. Ich bekomme wirklich jeden Tag so, so viele Nachrichten, ja, dass ich immer so lustig wäre und bei mir wäre immer was los und es wäre so lustig, mir zuzuschauen und ich würde sie motivieren und ich nehme den zweithellsten Ton jetzt mal. Ja, und ich denke mir immer so, ja, das ist ja mein Leben, also ich nehme euch ja mit. Ich muss halt viel rumrennen, ich renne von A nach B, ich habe zig Termine, ich muss einkaufen, ich muss kochen, ich muss putzen, ich habe 4 Kinder und irgendwie, ja, warum soll ich schlecht gelaunt sein? Ich bin nie schlecht gelaunt, außer jemand hackt meinen Account. Also ganz ehrlich, ne, wenn derjenige vor mir gestanden wäre in dem Moment, ich hätte mich vergessen, ne? Ich hätte mich vergessen. Wirklich.
Also verbal natürlich, ne? Aber nein, egal. Auf jeden Fall bin ich halt immer fröhlich und lustig und mache viel Spaß mit meinem Mann. Das ist noch das Allerbeste. Und zwar vor ein paar Tagen, das muss ich euch jetzt auch mal hier erzählen, vor ein paar Tagen war es super ultra heiß und wir sind zum Skaterplatz gefahren mit den Kindern. Und mein Mann macht mir die Heizung an. Ich habe das nicht gemerkt, also die Sitzheizung. Und ich sage noch so zu ihm, boah, es ist so warm, was ist denn hier los? Und da sagt er nix, hat gelacht. Ich muss mal eben meine Augenbrauen machen, ne? Weil sonst kommen wir hier nicht weiter. Ich habe übrigens kein L'Oreal Augenbrauenprodukt, deswegen nehme ich mein Anastasia Beverly Hills. Ich muss ein ganz bisschen schummeln. Ich denke mir so, mein Gott, warum ist denn der Sitz so warm? Warum wird es mir hier so heiß? Was ist denn da los, ne? Und dann lacht er und ich habe es immer noch nicht kapiert. Und dann gucke ich so und dann hat der mir halt die Sitzheizung angemacht, ne? Ich hab echt gedacht, jetzt, ne? Naja, und abends sind wir dann auf ein Festival gefahren und dann habe ich ihn als gefoppt, ne? Hab gesagt, guck mal da drüben, der ist voll der tolle Typ, schau dir den mal an, ne? Das hat er natürlich gecheckt, dass ich ihn foppen will, weil ich ihm natürlich auch die Heizung anmachen wollte. Ich mache mal die nächste Augenbrauen, sonst dauert es zu lang. Ich habe mir auch noch schnell einen Eyelinerstrich gezogen und zwar mit meinem Superliner. Den habe ich euch schon in einem Favoritenvideo vorgestellt. Oh mein Gott, ich liebe ihn, meinen Perfect Slim Superliner. Und jetzt machen wir mal Mascara zusammen drauf. Und zwar habe ich die ganz, ganz neue Mega Volume Miss Hippie. So, wir versuchen die jetzt zusammen und zwar das allererste Mal. Ich bin gespannt. Ich hatte mir hier eigentlich meine liebste Mascara zurechtgelegt. Und zwar meine Fall/Superstar Mascara. Die hat ja diese zwei Phasen. Eine erstmal als Base und dann die Mascara drauf. Aber ich habe mir gedacht, für das Video möchte ich die mal testen. Also ein First Impression sozusagen. Und ja. Oh mein Gott. Okay. Seht ihr den Unterschied? So, ich habe mir jetzt die Mascara aufgetragen und oh mein Gott, die ist voll mega. Erst dachte ich so vom Bürstchen her, naja, könnte jetzt nicht so unbedingt meine Lieblingsmascara werden. Aber richtig genial. Boah, der absolute Wahnsinn. Also ich bin begeistert. Jetzt trage ich noch ganz schnell Lippenstift auf. Und zwar habe ich diesen hier, die 453. Genau. Voll schön. So, Lippenstift ist drauf und jetzt machen wir noch schnell die Haare zusammen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, vom Make-up her bin ich zufrieden. So, Hilfe. Meine Haare verabschieden sich gerade. Ich mache mir ein bisschen Mousse rein und zwar kennt ihr das hier, das ist ganz neu. Und zwar habe ich jetzt das hier in dem Fall Creme de Mousse extra starker Halt. Und ich finde, schaut mal, wie das rauskommt. Das ist so genial und es riecht so gut. Ich habe viel zu viel jetzt gerade genommen. Egal, machen wir jetzt mal zusammen drauf. Der Wahnsinn. Boah, wie das riecht. Ich mag das total gerne. So, die haben jetzt richtig viel Volumen, wie man sehen kann. Ich mache mir die jetzt einfach nur so hinter. Den Haaren schenken wir jetzt heute mal nicht so viel Beachtung. Genau. So, ich mache mir nur so zwei Bobbypins hier hinten rein, damit es dann so hält. So, genau. Meistens mache ich mir dann noch so eine Strähne vor. Genau, so. Okay, das reicht. Ja, das war soweit von meinem Make-up bzw. meinen Haaren ganz kurz. Wenn ich alleine zu Hause bin, brauche ich tatsächlich 5 bis 7 Minuten für dieses Make-up. Also ich habe natürlich jetzt sehr viel mit euch geredet und ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr von dieser Geschichte haltet, die mir auf Instagram passiert ist. Folgt mir sehr, sehr gerne auf Snapchat, da würde ich mich total freuen. Dann bekommt ihr gute Laune und ihr seht, wie so mein Tag abläuft, was da so los ist.
Und ansonsten verlinke ich euch natürlich alle Produkte mal unten in der Infobox. Da könnt ihr sehr gerne mal reinschauen. Ich verlinke euch noch meine letzten Videos. Und ihr könnt natürlich meinen Kanal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich total freuen. Einfach unten auf den Button drücken und dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, meine Lieben. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!